reisen wir nun aus dem tiefen Süden an die Ostküste nach New York. Inglewood hat eine lange Geschichte. Die beginnt im August 1930 und dem Tar Paper Storm. Im Mai 1931 folgte der Song Hot and Anxious, heiß und bestrebt, der ebenfalls den eindeutigen Melodieteil enthielt. Die erste Big Band-Version erschien 1935 als There's Rhythm in Harlem von Lucky Melinda's Mills Blue Rhythm Band. Hierbei spielte Joe Garland Tenorsaxophon. Auf diese flotte Big Band-Version baute Glenn Miller auf. 4 Wochen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nahm Glenn Miller seine Coverversion auf. Teddy Staufer hat 1940 In the Mood für die Elite aufgenommen. Also im Krieg für die Elite. Elite Records in Basel. Schweiz. Völlig neutral. Und politisch unabhängig. In Deutschland sprach man aufgrund des Mu vom Lied der Kuh. Mensch du, das klingt ja gefährlich. Mach mir langsam Sorgen. Ganz genau. Pass mal auf, nach dem Krieg gründete der Sänger Hans Badeleben die Cherokees. Diese Indianer zogen mit der Kuh und Polydor zu Felde gegen die Weißen in Deutschland. Vergleichbar mit den politischen Verhältnissen im Bundestag, allerdings umgekehrt. Was? Wie denn? Na, im Bundestag haben die Schwarzen das Weiße im Auge der Roten.